Dieser Teich hat jetzt ungefähr 14 Grad Wassertemperatur und ihr seht, wie agil die Fische noch sind. Sie brauchen wirklich das Futter, sonst werden sie den langen Winter nicht schaffen oder kommen krank aus dem Frühjahr. Die meisten Anrufe haben wir im März. Was ist mit meinen Koi? Sie sind krank. Hier haben wir die wichtigen Dinge drin, die der Koi jetzt bei diesen Temperaturen braucht, um durch den langen Winter zu kommen. Das gleiche Futter nehmen wir auch im Frühjahr, um möglichst schnell wieder dem Koi Energie zu geben. Das ist das schwimmende Condition-Futter, also empfohlen von uns für Teichtemperaturen von 10 bis in etwa 15 Grad. Wenn die Teichtemperatur unter 10 Grad geht, wir haben dafür ein spezielles Winterfutter, das ist bodensinkend mit ganz leichten Ölen, die Sie sofort verdauen können. Den Rest scheiden Sie wieder aus, weil Sie das gar nicht verstoffwechseln können. Aber wir bringen die Energie, die Sie beim Herumschwimmen gebraucht haben, wieder in den Fisch rein. Wenn ihr aber seht, dass eure Koi wie die Segelboote im Yachthafen auf dem Teichgrund nebeneinander liegen und sich nicht bewegen, dann bitte auch nicht füttern. Ansonsten, wenn die Koi unterwegs sind, kleine Portionen nehmen, nehmt einen durchsichtigen Becher, dass sie die Menge unter Kontrolle hat, gucken, was sie in wenigen Minuten wegfressen. Was übrig bleibt, war dann halt zu viel, also beim nächsten Mal etwas weniger nehmen. Das Sinkfutter reicht dann nachher alle ein, zwei Tage, drei Tage, je nachdem, wie agil die Koi noch sind. Also auch im Winter werden die Koi gefüttert.